bei mir hier wahrscheinlich der Shootingstar im Moment im Volks-Rock'n'Roll, muss man sagen. Und ausverkauft habe ich draußen gesehen. Bist du erfreut, nehme ich an? Extrem. Also ich denke daran und kriege die Gänsehaut hier. Ich erinnere mich zurück an mein November-Konzert im Hallenstadion in Zürich vor knapp 15.000 Besuchern. Jetzt werden hier die Open-Air-Gelände seit Wochen zu klein. Das ist natürlich schon was, wo man auf einer ganz, ganz tollen Wolke schwebt, wo man sich gewaltig darauf freut, einfach auf das Schweizer Publikum, weil es auch dieses Jahr das einzige Konzert hier bei euch in der Schweiz ist. Wir haben nach dieser großen Hallentour im vergangenen Jahr gesagt, wir pausieren heuer, dann doch nicht, ein paar wenige Open Airs und die gehen alle über, da geht einem natürlich das Herz auf. Man lässt sich ja nicht pausieren, oder? Nein, nicht wirklich. So viele Termine, ununterbrochen. Wir haben auch gestern meine Mode vorgestellt in Südtirol und haben jetzt diese Woche 4 Konzerte, da ist man schon ein bisschen nervös. Aber braucht man so einen Kasten wie du, um dann so ein Shirt tragen zu können? Also für mich gibt es auch eine Größe. Gibt es auch für dich. Wir haben auch Kindergrößen. Also. Ja, so schlimm ist es. Ich wollte dich fragen, die Schweizer, sind die irgendwie anders als die Deutschen oder die Österreicher in puncto Fangehabe? Oder ist das eigentlich überall im deutschsprachigen Raum etwa gleich? Es ist mir immer prophezeit worden, dass ich mir nicht so viele Hoffnungen machen soll, weil die Schweizer sehr zurückhaltend sind und nicht so emotionsgeladen. Was natürlich ein Riesenkäse ist. Ein totaler Schweizerkäse. Also das Hallenstadion im vergangenen Jahr ist fast zusammengebrochen und sofern das Wetter heute mitspielt, wird es hoffentlich auch da wieder so schön. Was ich gelesen habe, was mich wirklich fasziniert hat, du bist ja eigentlich von Haus aus Jurist, also du hast ein Jurastudium, also hast du abgeschlossen? Nein. Noch nicht? Ich habe es erfolgreich abgebrochen. Und du hast dir eigentlich diesen Ausdruck Volksrock'n'Roll hast du dir schützen lassen. Also jetzt naive, dumme Frage, was bringt das? Tja, eingetragene, geschützte und tätowierte Marke, Volksrock'n'Roll. Ist nicht nur ein Lebensgefühl, es ist eine patentierte Marke, geschützt. Ganz einfach deswegen, weil es sie nur einmal geben kann. Ja. Deine Geschichte liest sich ja, muss ich sagen, manchmal fast zu unglaublich. Also die Geschichte mit dem Gedicht, was du für deine Ex-Freundin geschrieben hast und dann irgendwie beim Radio vertont hast und beim Radio vorbeigebracht hast. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das wirklich wahr? Ja, das war wirklich wahr. Vermutlich, weil es wirklich so ein großer Herzschmerz gewesen ist. Da ist so viel Emotion drinnen gesteckt, glaube ich, in diesen Zeilen. Auch in mir zu diesem Zeitpunkt des Lebens. Das war eine schwere Zeit. Ich habe es verkackt. Wie jeder mal, oder? So wie jeder wahrscheinlich einmal, jeder Lausbur. Und ich habe es nicht mehr gut machen können, auch nicht mit diesem Lied. Aber die Emotion ist anscheinend übers Radio drüber geflogen und der Rest ist Geschichte. Ja, das kann man wirklich sagen. Mittlerweile bist du, ich habe gesehen, also eben, die Häuser sind zu klein eigentlich für deine Konzerte. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Geld, was du da verdienst? Durchgeknalltes Hobby? Ja, ich habe eine große Familie, Brüder, freuen sich alle eigentlich. Ich habe gelesen, du hast ein Haus, aber wohnst du eigentlich immer noch in einer Studentenbude? Ja. Warum das? Das ist der Trick. Jetzt gehen alle zum Häuschen schauen und fotografieren und ich habe in meiner alten Studentenwohnung wieder meine Ruhe. Was ich auch gelesen habe, natürlich mit großer Freude, du vernichtet auch gerne mal den einen oder anderen Kasten Bier, hast du gesagt. Ja. Hast du schon Erfahrung mit Schweizer Bier gemacht? Ja, natürlich. Gute? Gute, nur die besten eigentlich. Wir sind ja ab und zu hier in der Schweiz, erst vor 14 Tagen mit dem Motorrad, mit dem Tölf. Große Runde von mir. Wir haben in der italienischen Schweiz da in Lugano gedreht für meine Fernsehshow und haben das mit einer Ausfahrt mit meinen 6 alten Motorradkameraden verbunden. Und ja, da lässt sich das ein oder andere Bierchen nicht verhindern. Ich muss gestehen, ich kenne nur Gösserbier aus Österreich, aber wahrscheinlich ist das nicht das Beste, oder? Gut, besser Gösser, Österreichs bestes Bier. Doch! Ab und zu machst du wahrscheinlich auch noch Krafttraining, so wie du aussiehst. Oder ist das immer noch vom Hockeyspielen? Ja, das ist noch vom Hockeyspielen und vom Boxen. Ich mache überhaupt kein Krafttraining mehr. Die Muckis schwinden und schwinden. Schwinden? Ja, es schwindet komplett. Ja, hast du denn früher ausgesehen? Spaß beiseite, nein, die Zeit bleibt nicht mehr. Ich gehe gerne in den Hotels schwimmen. Das ist für mich ein toller Ausgleich nach dem Frühstück. Ich habe das Glück, in sehr, sehr schönen Häusern da auswärts immer wieder wohnen zu dürfen.
wenn wir so auf Tournee sind, und das brauche ich. Wir sitzen so viel am Arsch im Flugzeug, am Flughafen, im Auto, dass ein bisschen Bewegung dann immer ganz gut tut. Zu Hause sowieso, also wenn ich einmal ein, zwei Tage frei habe, bin ich am Berg oder Motorrad, und ein bisschen Bewegung muss immer sein. Bitte sehr. Mein Gott, ihr seid so artig, das ist wie in der Schule. Ja? Das merkt man heute, halt, da ist man in der Schweiz, die haben alle Benehmen, da flippt keiner aus, da zieht sich keiner sein T-Shirt nach oben und zeigt mir da irgendwie sein Herz an. Heute spielt ja ein gewisser Herr Traufer vor dir. Ist eigentlich quasi so fast, kann man sagen, ein bisschen das Schweizer Pendant zu dir. Er nennt sich Alpentainer. Ich weiß nicht, ob er das geschützt hat, ich muss ihn mal fragen. Aber hast du schon seine Musik gehört? Also kennst du ihn? Nein, ich freue mich auf ihn. Ich habe heute, du triffst jetzt der Vierte, der mich darauf anspricht. Und ich werde mir das Vorprogramm mit einem kühlen Bierchen in der Hand von der Seite anschauen. Kühles Bierchen, ein gutes Stichwort. Eine trockene Sache hier oben bis jetzt. Echt? Ja. Siehst du, also wenn man Beziehungen hat, in meiner Garderobe sind schon ein, zwei Bierchens eingekühlt. Vielleicht noch ein Wort zum vielleicht in letzter Zeit wichtigsten Ereignis für dich. Diese Sendung Sing meinen Song hat dich ja wirklich nochmal in eine andere Sphäre katapultiert. Xavier Naidoo war da, Sarah Connor und so weiter. Spürst du das jetzt, dass irgendwie das Publikum noch breiter geworden ist? Oder spürt man das einfach an den Verkaufszahlen mehr? Man sieht es mehr an den Downloads, dass da auch viel Jugend noch dazugekommen ist, weil an diesen Chartswertungen, die Konzerte sind seit dem Frühling ausverkauft, deswegen ist da jetzt nicht noch mehr dazugekommen als möglich ist. Irgendwann einmal sind die Gegebenheiten begrenzt und wird sich dann hoffentlich im nächsten Jahr auf der Tour erkenntlich machen. Ich sage immer so, bei meinen Konzerten waren von Anfang an schon viele junge Leute auch mit dabei, vom Kleinkind bis zur Oma alles. Aber das Fernsehprojekt Sing meinen Song hat natürlich schon noch einmal einen großen Teil dazu beigetragen, noch ein breiteres Publikum, glaube ich, angesprochen zu haben. Wenn du jetzt einfach frei wählen könntest, mit welcher Band du mal die Bühne teilen möchtest als Sänger, was wäre das? Tja, Rolling Stones oder Tina Turner. Elvis lebt ja leider nicht mehr. Aber ich habe gesehen, du hast sein Haus wirklich gründlich inspiziert, sogar die Küche hast du angeschaut. wir waren auf unserem Trip durch Memphis auf der Suche nach Jerry Lee Lewis und diesem Mythos und haben natürlich auch in Graceland vorbeischauen müssen. Das gehört sich für den Alpen Elvis. Dazu. Ja, na logisch. Der Kühlschrankmagnet darf nicht fehlen. Tja, ich glaube, die 10 Minuten sind schon fast um. Du trinkst Red Bull, das ist nicht so wichtig. Ja. Ich hätte gedacht, du seist am Bier. Kleiner Stier, der verleiht noch die nötigen Flügel und dann. Das ist ein rein österreichisches Produkt, oder? Ja, absolut. Absolut. Neben dir wahrscheinlich das erfolgreichste. Ja, vermutlich noch ein bisschen erfolgreicher. Jetzt noch. Eben, ich wollte sagen, eventuell 2-3 Jahren in Österreich brauchen die Stones vielleicht. Also kannst du sie als Vorband vielleicht anfragen mal? Sehr optimistisch, das hast du schön gesagt, glaube ich aber weniger. Österreich freut sich immer wieder über die Rolling Stones. Zu 50.000 erst jetzt. Vielleicht braucht Mick Jagger einen, der ihn hält, und du könntest das vielleicht 90 Minuten durchstehen. Uiuiui. Aber ich freue mich auf heute Abend. Schön. Ich glaube, das wird ein super Abend, fast 10.000 Leute. Gibt es noch irgendetwas, was du dir wünschst von den Schweizer Fans? Oder? Annähernd dieselbe Euphorie wie im Herbst im Hallenstadion. Auch wenn es Open-Air-mäßig immer schwieriger ist, weil es sich über diese Weite einfach verläuft. Im Stadion oder in den Hallen ist da schon ein bisschen der Vorteil dieser Kesselstimmung, wo sich die Leute dann gegenseitig zum Teil auch sehen und aufsticheln. Ich habe tausende von Dirndl-Trägerinnen schon gesehen, hier raufpilgern. Also ich, noch einmal. Es wird wahrscheinlich wieder Unterwäsche regnen auf der Bühne. Aber herrlich, ja, solange es nicht regnet. Gut, du hast so eine schöne Freundin, ich glaube, das lässt sich kalt, oder? Ja, ein bisschen Unterwäsche darf es rückregnen. Sortierst du die passenden Schicke aus und nimmst sie nach Hause? Alles, was ich so mit meinem Hirschgeweih erwische. Also, ich wünsche dir wirklich viel, viel Glück. Und vielleicht noch ein Bier nach der Show, wer bestimmt weiß. Bestimmt sogar. Ja. Dankeschön, viel Spaß. Servus. Ciao.